Man mischt 100 Gramm Quecksilber bei 30 Grad Celsius mit 200 Gramm Silber bei 50 Grad Fahrenheit. Berechne die Temperatur der Mischung. Wenn die spezifische Wärmekapazität von Quecksilber 138 Joule pro Kilogramm Kelvin beträgt und die spezifische Wärmekapazität von Silber 234 Joule pro Kilogramm Kelvin beträgt. Wir stellen die Situation so dar. Quecksilber und Silber werden gemischt. Die Masse M1 von Quecksilber beträgt 100 Gramm, das heißt 0,1 Kilogramm. Die Temperatur T1 von Quecksilber beträgt 30 Grad Celsius. Die Masse M2 vom Silber beträgt 200 Gramm, also 0,2 Kilogramm. Und die Temperatur vom Silber beträgt 50 Grad Fahrenheit. Diese Grad Fahrenheit müssen wir zuerst in Grad Celsius umrechnen. Und dazu benötigen wir diese Formel. Theta gleich 9 Fünftel mal T plus 32 und in dieser Formel ersetzen wir Theta durch die angegebene 50. Jetzt brauchen wir nur noch diese Gleichung nach T2 aufzulösen und finden somit für T2 10. Was also bedeutet, diese Temperatur Theta 2 von 50 Grad Fahrenheit bedeutet, die Temperatur T2 beträgt 10 Grad Celsius, was also heißt, dass das Quecksilber wärmer ist als das Silber. Die spezifische Wärmekapazität von Quecksilber wird angegeben, das sind diese 138 Joule pro Kilogramm Kelvin, und die von Silber wird ebenfalls angegeben, das sind diese 234 Joule pro Kilogramm Kelvin. Was wir suchen, ist die Endtemperatur von der Mischung, die wir in Grad Celsius ausdrücken werden. Und um die herauszufinden, nutzen wir die Formel Delta Q gleich Cm Delta T. Wir modellieren diese Situation als abgeschlossenes System und daraus können wir schließen, dass die abgegebene Wärmemenge Delta Q ab von Quecksilber abgegeben gleich ist zur aufgenommenen Wärmemenge Delta Q auf vom Silber aufgenommen. Anhand dieser Formel schließen wir aus dieser Gleichheit diese CHG mal M1 mal die erste Temperaturdifferenz T1 minus T gleich CAG mal M2 mal die zweite Temperaturdifferenz T minus T2. In dieser Gleichung ersetzen wir alle Größen durch die bekannten Werte, das heißt, wir ersetzen CHG durch 138, M1 durch 0,1, T1 durch 30, CAG durch 234, M2 durch 0,2 und T2 durch 10. Um diese Dezimalzahlen zu vermeiden, kann man die ganze Gleichung mit 10 multiplizieren. Diese 138 wird auf diese Klammer verteilt und diese 468 wird auf diese Klammer verteilt. Jetzt setzen wir alle T-Termen auf eine Seite des Gleichheitszeichens und die anderen auf die andere Seite. Jetzt teilen wir diese Gleichung noch durch 606 und finden so für T ungefähr 14,55. Die Temperatur dieser Mischung beträgt also 14,55 Grad Celsius.